Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Men NFL 19, Turkey Bowl Serie, Wrong Way, die vierte Challenge haben wir auf dem Zettel stehen. So, es geht nach Minnesota gegen die Vikings. Turkey Bowl, All-Star, Adam Thielen. Ah, wir kriegen einen neuen Spieler. Make it to Minnesota and landing in the freezing cold. The Vikings have prepared Adam Thielen to represent them at the Turkey Bowl. Adam is impressed with your team so far, but wants to see it up close. Show him you deserve his talent. Ja, dann werden wir dem Adam Thielen mal zeigen, dass wir ihm, dass wir seiner würdig sind. Hat ja, glaube ich, in dieser NFL-Saison eine Wahnsinnsserie gelegt. Glaube ich, in den ersten 7 Spielen, ich glaube, die ersten 7 waren es, jeweils mehr als 100 Yards gefangen. Der Typ, der ist schon richtig toll. Gut, der hat jetzt einen Kirk Cousins als Quarterback. Der ist ja auch nicht gerade der schlechteste, aber ich würde ihn auch nicht zu der Top-Elite zählen. Deswegen, also ich finde die Leistung, die ist schon echt bemerkenswert, die er da abgeliefert hat. Das ist schon ein ganz großes Kino. So, dann wollen wir jetzt gleich mal schauen, in welcher Konstellation wir hier aufs Feld kommen, was wir liefern sollen. Hier ist der Vorspann. So, da sind meine Jungs, Peyton George und Sharp. Seiten der Vikings, Rhodes, Smith und Everson Griffin. Der lange verletzt war, der ist aber jetzt, glaube ich, momentan wieder im Kader. Der spielt, glaube ich, wieder seit 1 oder 2 Wochen. So, es steht unentschieden. 21 zu 21. Wir haben den Ball, wir haben noch 2 Auszeiten, die Vikings haben keine mehr. Wir haben einen First Down an der Mittellinie, genau an der 50-Yard-Linie. 3 Minuten 16 noch zu spielen. Ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir mal zu, dass wir den Ball Richtung Endzone bewegen. Wir machen es über den Pass, über Slants. Das heißt, Owens und Cooper sind meine Anspielstationen. Peyton ist ein bisschen meine Sicherungsvariante, aber da ist ja ein Shannon, nee, Entschuldigung, ein Terrell Owens Mutterseelen alleine in der Mitte. Neues First Down, wir sind in der 39-Yard-Linie der Vikings. Das hat aber schon mal gut funktioniert. So, wir bleiben bei den Slants. Jetzt aber die Variante Double Slants. Das heißt, Cooper und Owens von der linken, Beasley über die rechte Seite. Und wieder ist Terrell Owens Mutterseelen alleine. Neues First Down an der 22-Yard-Linie. Den kriegen sie mal irgendwie gar nicht in den Griff, die Defense der Vikings. So. Wir werden den Pausspielzug jetzt mal ausprobieren. Ich möchte nicht immer nur die gleichen Spielzüge machen. Wir wollen ja nicht, dass sich hier die Defense darauf einrichtet. Terrell Owens sieht man hier vorne. Vorne links. Sehr interessant, weil er geht danach ins Aus. Oder aber Shannon Sharp über die Mitte. Shannon Sharp über die Mitte, weil der ist da sowas von frei. Und wir sind nicht nur in der Red Zone, wir sind bereits kurz vor der Endzone. An der 5-Yard-Linie. 2-Minute-Warning. Das sieht doch alles sehr, sehr gut aus, würde ich sagen. Okay, mein Coach möchte laufen. Auf Teufel komm raus. Dann werden wir ihm den Gefallen auch tun. Wir laufen aber über die linke Seite. Walter Payton im Backfield. Spin Move. Touchdown. Auch ein Walter Payton in der Endzone. Jetzt sehen wir das auch mal. Wunderbar. Das freut mich doch. Das tut auch diesen Turkey Bowl Teilnehmer doch mal richtig gut. So, der PT. Der ist auch gut. Der Point after Touchdown. 1:56 haben wir noch auf der Uhr. Wie gesagt, die Vikings haben das Problem, sie haben keine einzige Auszeit mehr. Das heißt, sie müssen sich verdammt beeilen, haben keine Möglichkeit, die Uhr anzuhalten. Der Kickoff geht bis an die 1-Yard-Linie. Der anschließende Return bis an die 26. Und hier kommen die Vikings, Kurt Cousins. Und auch Adam Thielen. Wegen dem sind wir ja hier. Kommen jetzt aufs Feld. Wir stellen unsere Defense schnell ein. So, und dann schauen wir doch mal, was die Vikings in der Offense so drauf haben. So, wir gehen auf LT, auf Lawrence Taylor. Erster Versuch und 10 von der 26.
Schneller Pass. Tackle im Infield. Also Uhr läuft weiter. Das ist ja genau das, was ich jetzt eigentlich haben möchte. Kurze Yards können sie gerne machen. Auch per Rushing. Wurscht egal. Hauptsache die Uhr läuft weiter. Der war zu lang überworfen. Das gibt ihnen gleich ein... Es wird sofort kritisch, bereits bei der ersten Angriffssequenz. Weil sie haben jetzt einen dritten Versuch und 7. Dritter und lang. Druck auf Cushions, aber der... Uiuiuiui. Ich glaube, der Receiver, wenn er, falls er noch leben sollte, geiler Catch. Aber der hat wehgetan. Erster Versuch und 10 an der 43-Yard-Linie. Das ist einfach nett zu glauben, aber ich segel aber nur vorbei. Und beim zweiten Mal haben wir es dann selbst gemacht mit dem Marcus Ware. Eieieiei. Zweiter und 21. Aber LT hätte den Sack schon machen müssen. Sprang aber wieder mal übermotiviert am Quarterback vorbei. Vollständiger Pass. Doch, der war, glaube ich, gefangen. Der war in Bounds. Aber trotzdem dritter und richtig lang. Das ist ein dritter Versuch und 12. Wir bleiben in der Cover 3. Noch 55 Sekunden zu spielen. Ja, wenn man zu sehr auf die Interception spielt, dann kriegt man auch mal so eine Bombe rein. Ich hätte den Ball einfach nur versuchen müssen abzuwehren, aber nein. Wir wollen ja eine Interception. Und das war hier keine gute Entscheidung. Wir blitzen. First and goal von der 4-Yard-Linie für die Vikings. Die Markus, nein, das war nicht, das war glaube ich Crawford, der da durchkam. Gar keine Blitz mehr im, ich habe gar keinen Blitz mehr im Angebot hier. Second and goal. So, wir versuchen also auf normalen Wege Druck zu machen. Kurt Cash. Oh, mein Gott, da habe ich schon, ich habe den Touchdown schon gesehen. Third and goal. Jetzt kriege ich eine Strafe wegen Roughing the Passer. Jetzt hüpfe ich mal nicht vorbei und sense den Quarterback um. Ja. Oh. Es gibt Situationen, da ist eine Roughing the Passer Strafe nicht gut. Und es gibt eine Situation, wo eine Roughing the Passer Strafe einfach katastrophal ist. Den Fall haben wir jetzt hier gerade gesehen. First and Goal an der 2-Yard-Linie. Und vor allen Dingen Zeit 23 Sekunden. Das Gute ist, wie gesagt, es geht hier jetzt nur Overtime oder nicht. Aber ich meine, die Defense da hinten, die verstehen ihren Job. Das muss man jetzt auch mal so sagen. Die machen das schon gut. Die Vikings werden den Ball spiken. Okay. Schenken also ein Down-Up. Interessant. So. Saw Blast. Wir werden also weiter blitzen. Third and goal. Ah, ist ja spannend. Da kam aber alles, was irgendwie ein weißes Trikot hatte, in Richtung des Quarterbacks gesprintet. Und jetzt haben wir ein fourth and goal. Wir bleiben aber beim Blitzen an der Smoke. Ich habe die Spieler dafür. Fourth and goal. LT. Touchdown Vikings. Kyle Rudolph, der Tight End. Mit einer Sekunde auf der Clock. Oh, ich werde wahnsinnig. Das heißt, wir werden jetzt nochmal einen Kickoff sehen und danach geht es in die Overtime. Falls nicht wieder Deion Sanders hier in der Lage ist, ein Kunststück zu bringen.
Wir starten an der 1-Yard-Linie. Hier kommt der Return. Der ist immer noch auf den Beinen und der hat eine Lücke. Das gibt es nicht. Das ist unfassbar. Der sah doch eigentlich schon getackelt aus. Kickoff, Return, Touchdown. Deion Sanders. Und das ist der Sieg für die Cowboys. Unfassbar. So, wir müssen noch den unwichtigsten PET aller Zeiten kicken. Das ist eigentlich die Regel, wäre gecancelt worden. Das Spiel ist aus. Wir haben gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.